last time I cried was when I got married. And I don't know what's happened to me. You've just won the Tour de France. It's the Colombian who gets there. Gaviria takes yellow. Van Avermaet is the new leader. It is Thomas on Alpe d'Huez. The Welshman is wonderful. He misses the corner. Gilbert. Vive la Tour. Willkommen zur ersten Etappe der Tour de France 2019. 50 Jahre nachdem Eddy Merckx seinen ersten von 5 Toursiegen feierte, eröffnet eine relativ flache Etappe in und um Brüssel diese 106. Auflage. Dazu werden auch zwei legendäre Anstiege der belgischen Klassiker hören, die Mur de Cramont in Gerardsbergen und kurz darauf der Bosberg. Nach dem Start setzen sich sofort 4 Fahrer ab. Zu ihnen gehört Olympiasieger Greg van Avermaet, Natnael Berhan, Xandro Möris und der Däne Mats Würz. Sie fahren einen Vorsprung von etwas über 3 Minuten heraus, bevor es zu den beiden legendären Anstiegen geht. Die Teams der Sprinter sorgen für das Tempo. Jetzt wollen alle vorne fahren, im Hauptfeld. An der Spitze ist Van Avermaet wie erwartet als schnellster oben an der Mur de Cramont. Der Belgier sichert sich die Bergwertung. Sein Widersacher Möris, starkster 14. bei der Dauphiné, holt sich dann den einen Punkt am Bosberg. Der Job ist erledigt, Van Avermaet wird das Bergtrikot übernehmen. Er lässt sich zurückfallen. Zu dritt geht es vorne an der Spitze weiter. Die Teams der Sprinter organisieren nun die Nachführarbeit. Jumbo Visma für Dylan Groenewegen, Lotto Soudal für Caleb Ewan und der König Quickstep für Elia Viviani. Bora Hansgrohe arbeitet hart für Peter Sagan. Wir sind auf der Kopfsteinpflasterpassage von Timion. Viviani hat Defekt, aber zu diesem Zeitpunkt noch kein Stress. Er wird zurückfinden ins Feld. Die Flucht der verbliebenen 3 in der Spitze ist dann vorüber. Und Sagan holt sich kurz darauf die maximale Punktzahl, nämlich 20, beim Zwischensprint. Es gibt dann diese Solo-Attacke von Stefan Rossetto aus der Mannschaft Cofidis. Er gibt sein Tour-Debüt, nachdem er 4-mal die Vuelta fuhr. Vorbei am Schlachtfeld von Waterloo. Und dann gibt es den ersten dramatischen Moment für einen Klassementfahrer, denn Jakob Fuglsang ist gestürzt. Wir sind bereits auf den letzten 20 Kilometern. Aber er findet zurück ins Hauptfeld. Das Sprintfinale ist eröffnet und es kommt zum nächsten Drama. Dylan Groenewegen stürzt. Der Traum vorbei. Aber dann das packende Sprintduell. Sagan is waiting, Caleb Ewan in 4th, Sonny Colbrelli goes early, Peter Sagan tries to get into the slipstream, it's Viviani lane on Caleb Ewan, Ewan is boxed in, punching his way through, it's Peter Sagan that gets there. Or Mike Turnison, it was very, very close between Sagan and Turnison. Unglaublich. Es ist Mike Turnison, der Peter Sagan um Zentimeter schlägt. Ausgerechnet Turnison, der Teamkollege von Groenewegen. Er holt sich damit das gelbe Trikot. Ich glaube, das wird ein paar Tage brauchen, um das zu verarbeiten. Klar, du kannst von allem träumen, von jedem Szenario. Aber nicht, dass Dylan stürzt. Aber dann siehst du plötzlich die Chance, diese Etappe zu gewinnen. Und so passiert's dann. Das ist Wahnsinn, würde ich sagen. Eine emotionale Achterbahnfahrt für Jumbo-Visma am Ende der ersten Etappe. Nachdem sie ihren potenziellen Sprintkapitän durch Sturz verlieren, ist es Anfahrer Tönnissen, der vollendet und vor Peter Sagan gewinnt. Der 26-Jährige war bereits in guter Form in diesem Jahr als Gewinner der 4 Tage von Dünkirchen. Aber dieser Erfolg hat natürlich ein anderes Niveau. Zuletzt gelang es einem Niederländer vor 30 Jahren am Tourstart das gelbe Trikot zu übernehmen. Turnison führt im Gesamtklassement mit 4 Sekunden vor Sagan. Der wird zum 22. Mal Zweiter bei einer Tour de France-Etappe. Dritter Ewan am Ende eines dramatischen Tages.